So, herzlich willkommen zu einer Folge Autismus, mein Update Autismus. Es kommt vielleicht auch ein Teil 2 Update mit niemandem zusammen. Erstmal allein. Vor klar, Autist bin ich. Ein Update stand, was vor 4 Jahren angefangen, Frühkind-Autist zu machen. Das super ankam. Ist wirklich, und jetzt wollte ich mal nur ein Update bringen, wie so mich entwickelt habe und so. Hallo, ich bin Autist. Habe immer noch zu viele Arten von Auffälligkeiten, besonders in der Entwicklung und Kommunikation. Das Sprechen mit anderen Menschen halt nicht so in der Öffentlichkeit, nicht reden an den Menschen an. Und ja, und in der Entwicklung halt ich immer noch ein bisschen weiter zurückhängt als den Stand, die anderen in meinem Alter sind. Aber ich bin an meine Schwierigkeiten dran, um dadurch Stärken umzusetzen. Ich möchte meine Schwierigkeiten, was ich habe, ich werde meine Schwierigkeiten in Stärke umzusetzen. Zum Beispiel das Sprechen mit anderen Menschen. Das möchte ich umzusetzen in Stärken. Ich ecke immer noch an andere Menschen an, zum Beispiel das Anecken allgemein. Ich ecke halt immer noch an andere Menschen an. Ich kann nicht die Leute einschätzen, ob ich nervig bin. Ich ecke halt überall noch in der Umwelt an. Ich möchte auch das ändern. Wenn ich was falsch gemacht habe, verstehe ich erstmal nicht. Dann aber, wenn jemand erklärt, dann kann ich das nachvollziehen. Wenn ich was falsch gemacht habe, in einer Situation, kann ich erstmal nicht nachvollziehen, ich kann nicht. Muss immer jemand erklären, was ich gerade in der Situation falsch gemacht habe. Ob per Handy oder Gespräch halt so erklären. Ob per Handy eine WhatsApp-Nachricht erklären, was ich so falsch gemacht habe oder persönlich. Habe immer noch Angst und Panikzustände, wenn in Situationen kommen, die ich möchte, aber kann noch nicht umzusetzen. Zum Beispiel das Reden. Da kriege ich mehr so Panikzustände und Angst. Ich bin aber da schon dran, dass mein Mut zusammenzukommen, um diesen Schritt endlich zu schaffen. Das allgemein Reden in der Öffentlichkeit. Das, was hier machen im Internet, ist eigentlich auch öffentlich, aber nicht so öffentlich wie in der Umgebung. Überall. Hier steht noch, habe noch eine Auffälligkeit in der Sprache. Weil meine Sprache... Viele sagen, meine Sprache wurde verbessert oder ist verbessert durch ganz lange Kontakt mit jemandem. Kontakt, reden, dadurch kann ich auch meine Sprache besser verbessern. Ist soweit. Und das bin ich halt immer noch dran. Ob allein oder, ja.
Meine Rechtschreibung ist auch nicht sehr gut, aber ich bemühe mich, besser zu werden. Meine Rechtschreibung ist, ja, nicht so gut, sehr gut. Aber ich bemühe mich halt da verbessern. Wenn es nur kleine Schritte ist, wenn ich nur kleine Erfolge im Leben habe oder in diesem Jahr oder ja, allgemein. Ich möchte kleine Schritte eigentlich machen. Ich möchte immer große Schritte machen. Jeder. Oder besser gesagt, kleine Schritte ist mehr wert als großer Schritt. Deswegen viele kleine Schritte. Dann bekommst du auch, ja, irgendwann deinen Erfolg. Nicht nur für Autisten, auch allgemein. Kleine Schritte ist immer besser als große Schritte. Merkt euch. Damals war ich anders, weil ich sehr schwer andere Räume zu betreten. Ja, damals war ich auf meinem Platz und nichts verändert. Und ja, damals habe ich jedes Mal, was passiert mit dem Raum? So war ich früher. Und jetzt, es ist verbessert. Ich kann überall hingehen. Wird vielleicht auch noch besser. Es ist noch so ein, zwei Angsträume. Was passiert da immer noch im Hinterkopf? Aber nicht mehr so stark wie früher. Ich finde mehr Leute im Internet als im Real Life. Das werde ich jetzt ändern. Nur muss endlich anfangen zu reden in der Öffentlichkeit. Ja. 1 plus 1, was zusammenrechnen, reden, ist das A und O in der Öffentlichkeit, um Freunde zu finden, Freunde, Freundinnen und so weiter. Ja, reden ist bei mir A und O Nummer 1. Dann die anderen kleinen Schritte kommt vielleicht automatisch. Mein großes Ziel ist das öffentliche Reden. Heutzutage gehe ich mit mir anders um als früher. Ja, ich gehe halt früher ganz anders um als jetzt. Ich habe Erfahrungen gesammelt über mich selbst. Ja. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, wie ich früher war. Früher ganz anders. Ich hatte Interesse ab. Bis heute. Bis heute habe ich eigentlich fast dieselben habe, aber ein, zwei Sachen nicht mehr so. Zum Beispiel das Malen. Früher habe ich so Malen gerne gemacht. Heutzutage nicht mehr. Weil vielleicht kein Kurs, Ego zu finden und zu malen. Ich muss da auch ein bisschen gefördert und in der Idee zu schaffen. Ich bin in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Mit meiner Erfahrung. Da habe ich auch gesagt, ich bin super entwickelt mit meiner Erfahrung in den letzten Jahren. Ja. Damals war ich 19 Jahre alt. Und bald bin ich fast 23 Jahre alt. Fast 4 Jahre habe ich Videos. Autismus. Ja. Ich habe vor 4 Jahren Autismus-Videos gemacht. Und das ist das jetzt das Update-Video. Vielleicht kommt noch eins mit jemand anders. Autismus darüber sprechen. Kann ich noch nicht widersprechen oder sagen. Ist noch nicht so in der Planung. Keine Ahnung, ob ich jetzt das Video für morgen am 16.02. am 16.03. habe der Kanalgeburtstag ab. Ja, eine Idee. Ja, wo wäre ich? Mit Freunden finden im Real Life ist es noch nicht möglich, aber ich arbeite dran. Freunde im Real Life finden oder im Internet. Gut, im Internet ist einfacher
als in Real Life, weil da muss ich reden. Gut, im Internet muss ich auch reden, aber ich kann die Person dann nicht sehen, sondern nur das Profilbild und so. Aber in Real Life, ja, da sehe ich die Person. Ich muss dann mit der Person reden. Das kann ich leider noch nicht. Bin aber in der Arbeit daran. Es ist nicht möglich, der frühen Autismus zu heilen. Nein. Weil wenn in Zukunft wirklich ein Heilmittel gibt, ne, wenn wirklich in Zukunft ein Heilmittel gibt, möchte ich das nicht haben. Weil ich bin die Person, was mit Autismus halt, ja, wenn ich ohne Autismus, mache ich hier das Video nicht. Oder an sich den Kanal ich vielleicht ganz was anderes machen als jetzt. Nein. Weil ich kann nur mich zu verbessern mit Frühgenautis. Ich möchte halt Frühgenautis nicht mehr sagen, weil es ja, eigentlich doch, Frühgenautis bin ich halt. Ich kann mich nur verbessern mit Veränderungen im Alltag und im Leben komme ich immer noch nicht klar. Weil zum Beispiel, wenn im Alltag irgendwas in Zeit oder in irgendwas im Raum verändert, da nochmal das Raumthema angibt und sagt, im Raum irgendwas verändert manchmal, heutzutage nicht mehr, aber früher halt so, ja, diese Zeit im Alltag oder im Leben irgendwas in der Situation verändert, zum Beispiel, ja, mein Zeitplan verändert sich im Leben. Wenn ich einen Termin habe, zum Beispiel, das verändert sich nach hinten und nach vorne. Wenn zwei Termine und oder wenn gleichzeitig Termine habe, dann muss ich planen, wie das machen soll. Ich glaube, gleichzeitig kann man sowas passieren, aber egal. Ja, das habe ich immer noch Probleme. Eine Freundschaft bedeutet mir sehr viel im Leben. Immer noch. Eine Freundschaft bedeutet mir, ich glaube viele andere Autisten auch, ich glaube, eine Freundschaft bedeutet für jeden viel. Auch, ja, die anderen. Für mich als Autist eine Freundschaft wirklich mehr bedeutet als Geld. Ja, die anderen Sachen da. Familie ist immer noch wichtiger als Freunde oder Freunde und Familie sind gleich viel. Ja. Aber zu Freundschaft nochmal zu sagen, ich weiß auch, dass die Chemie muss stimmen muss, wenn ich einen Freund finde und die Chemie muss passen und nicht, wenn ein Freund und die Chemie nicht passt. Allgemein so zu sagen. Ich glaube, das auch jeden anderen betreffen. Ich möchte halt nicht Freundschaft für mich bezeichnen, auch für die anderen. Hauptsächlich für Autisten Freunde zu finden. Ja. Wenn ich was vergessen habe, schreibt mir bitte in die Kommentare. Soll ich noch ein Update-Video über Autismus bringen, was ich so. Ja, schreib es einfach in die Kommentare, was ich noch vergessen habe. Frag mich, dann kommt vielleicht ein neues Video mit mir noch allein oder mit jemand anders noch. Ja, ciao, euer Nusio, bis dann, bewertet das Video und ciao. Ciao.